Sprinthieb. Eigentlich nützlich, denke ich. Rückstoß. Luftangriff mit dem Keilfeind, der neben der Landung zurückstoßen kann, was? Also das war die Sache. Leertaste plus F. Besser der Fortstoß. Die Distanz mit der, genau. Dass wir auf sowas was machen können. Auch nützlich ist. Gruppenverlangsamung ist natürlich auch toll. Aber wir haben aktuell nur einen Punkt. Wir könnten sparen, bis wir eine 2-Punkte-Fähigkeit kriegen können. Oder wir nehmen einfach direkt die Lichtschwert-Techniken hier mit. Das setzt voraus, dass wir jemals die Macht übrig haben, das zu machen. Alle Ziele unserer Umgebung zu verlangsamen, ist wahrscheinlich sehr viel wert. Wir warten, bis wir den zweiten Punkt haben. Gemessen daran, wie oft wir gegen feindliche Gruppen ankämpfen, und jetzt, wo wir das doppelte Lichtschwert haben, wird es deutlich einfacher werden, gegen ganze Gegnergruppen zu kämpfen, glaube ich. Zu ruhig. Deswegen wollen wir auf jeden Fall zuerst das haben. Wir haben vergessen zu meditieren. Wo war der Weg nach hier? Wo war der Weg nach da unten? Also können wir hinten meditieren gehen. Ausruhen. So. Ach, da ist der Weg nach unten. Hier ist jetzt etwas frei geworden. Hier können wir jetzt aufschieben. Und hier ist die Kugel. Wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Und zuerst machen wir hier mal auf. Oh, hallo! Hallo! Huch! Okay, hüpf an Bord. What? Haben wir gerade an seinem Vieh Buckling-Gefährte erhalten? Ah. Du hast einen Buckling als Blindpassagier an Bord. Sieh auf der Mantis um und einen Blick auf ein neues Netz. Okay. Was müssen wir dann treffen? Was? Komm, fragen wir nach Hinweis. Ja, die Position muss genau stimmen. Zugestimmt. Ah, die Stelle da hinten. Ach nee, ich glaube, ich sehe. Okay. Hier haben wir so eine Rampe und das muss wahrscheinlich da in diese Sache hier rein. Oh, Spiel ruckelt. Und so. Hatte ich mir das schon gedacht. Jetzt? Ah, da ist die Tür hier aufgegangen. Wir kriegen hier eine Kiste. Ist das ein Stim-Behälter? Sehr gut, BD. Das wird uns wirklich helfen. 5 Stims! Mehr Drogen! Ich glaube auch, unser Grießkleber Krumpelt sich auf jeden Fall sehr freuen wird. 5 Stims! Erkunden lohnt sich!
Aber ja, ich glaube auch der Buckling, da wird sich auf jeden Fall Grease richtig drüber freuen. Unser Grease-Gram. Unser Grease-Gram. Grease-Gram, verdammt. Worte. Was sind Worte überhaupt? Sehr, noch was zu sagen? Ich habe übrigens ein Haustier beschafft. Ich hoffe, das ist dir egal. Wo ist er? Ruhig. Zu ruhig. Nicht mehr lange, wir haben ein Haustier. Wo ist unser Haustier? Diese Schrittgeräusche machen mich fertig, ist mal, wenn wir uns einfach auf der Stelle drehen. Dieses Schiff ist auch irgendwie einfach nur eine Luxusjacht. Scheppert jetzt im Schiff. Da ist er. Hallo. Hallo. Okay, das ist lustig. Gut. Hier können wir Karten nicht aufrufen. Haben wir hier draußen noch irgendwas, was wir jetzt gerade tun können? Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Nix ist gelb. Okay. Müssen wir also schon nach Kashyyyk? Davon ist keine Option, nehme ich an. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Findet Tafel auf Kashyyyk, den Holotisch auf der Mentes benutzen. Ja, wir haben ein überdimensioniertes Lemurenvieh an Bord in den Luftschächten. Nichts kann schiefgehen. Davon wird 3% erkundet. Ich frage mich, warum? ...49% erkundet 20 von 43 Truhen, 13, 3 von 14 Geheimnissen. Das ist nicht so viel. Aber Sepho ist ganz schön... ...ist ganz schön groß durchgekundet. Da unten ist auch was verfügbar ist. Hier unten, dem Bereich. Tempelbereich. Da haben wir tatsächlich etwas nicht genutzt. Nicht geöffnet. Unerkundet ist gerade nur Divinator, aber wir sind da nicht hochgekommen. Egal, was wir getan haben. Und der Großteil hier ist nicht wirklich, nicht wirklich machbar. Hier. Erkundet Windturm Osteruin. 2 von 2 Truhen, 2 von 4 Truhen im verwitterten Monument. Wir wollen natürlich alles mitnehmen, wortwörtlich alles, ausnahmslos alles. Bohrpulverisatoren. Die genau, da hatten wir etwas gesehen. Wenn die Klippen, da gab es ein Geheimnis, das wir nicht gefunden haben. Verlassenes Dorf, gibt es eine Truhe, die wir nicht geöffnet haben, weil wir sie hacken mussten. Ich erinnere mich. Da ist was verfügbar. Baufällige Hangar, den haben wir komplett mitgenommen. Die Eishöhlen. Da gibt es noch ein Geheimnis, das wir nicht gefunden haben.
Die überall, wo rot ist, natürlich eine andere Sache noch. Wie hast du mit den Ebenen? Da. Grab, 1 von 3 Truhen, 2 von 2 Geheimnisse. Die Geheimnisse haben wir hier. Truhen nicht. Gut zu wissen. Wir können nach Kashyyyk gehen. Am besten würde es mich jucken, Klopsi ihn da von mir schlagen zu gehen. Hier gibt es sehr viel, was wir nicht erkundet haben. Die Frage ist, können wir hier was Vernünftiges rausziehen aus der ganzen Situation da von mir? Zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben da immerhin kein aktuelles Hauptziel. Ich meine, wir können da schon hin, aber warum können wir da schon hin, ist die Frage. Ich glaube, wir möchten noch nicht nach da von mir. Die Story nicht will, dass wir da hingehen. Wir gehen nach Kashyyyk, weil die Story will, dass wir nach Kashyyyk gehen. Gehen wir auf den Heimatplaneten der Wookies. Etwas umdekorieren. Die Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original geschrieben. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis. Und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Ich kenne da so einen blauen Großadmiral, mit dem du definitiv darüber diskutieren könntest. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Setzen wir uns auf unseren Platz. Heimatplanet der Wookies. Was? Sprechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, leider. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie, was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen, also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tut damit jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Fallschaden war für Jedi ohnehin immer nur so ein Vorschlag, eine Richtlinie. Hm.
Okay, in der Sequenz war dieses Audio gerade ein bisschen kaputt. Oh. Bist du bereit dafür? Absolut nicht. Das war knapp. Der ist schön bewachsen, das können wir gut nutzen. Wie kommen wir jetzt oben drauf? Ganz einfach. Wir krabbeln. Krabbeln. Okay. Wohin jetzt? Hui! Ah, die Frage ist natürlich, was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Guten Tag. Nicht runterrutschen. Oh. Gleich haben wir es. Nein! Danke, BD. Mein Fehler. Warum? Das war nicht, was ich gedrückt hatte. Hab's im Griff. So, gleich nochmal. Und direkt hier hin. Warum? Ich wollte runter, nicht springen. Okay, gleich nochmal. Das war suboptimal. Ich bin froh, dass niemand das sehen kann. Ich bin froh, dass unsere Freunde ganz weit oben in der Luft sind und nicht sehen, wie wir hier springen. So. Gehen wir den Bart des Kamels an. Springen! Klettern wir nach oben! Leute! Sehr freundlich. Gehen wir da runter. Ja, spiruckelt erstmal. Okay. Ach so. Hat keinen Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Gleich ein paar mehr. Es ist der Jedi! Du wirst nicht entkommen! Er hat keine Chance gegen uns! Jemand anderer soll ihn angreifen! BD-1, stimmt! Oh, Achtung! Ich bin geliefert! Das war ein Treffer!
Treffer. Stimmt. So. Ich hab's geschafft. Gleich nochmal. So. Das war ein bisschen traurig. Okay. Kein Meditationspunkt hier irgendwo? Schade, wir können nicht einfach im fahrenden. Gut. Habe ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Ja, Sir. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Meldung, was ist da los? Nix. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Gehen wir es an. Ups. Der ist aus dem Weg. Okay. Wer ist wer? Wie geht's? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Unser werter Freund Sol Guerrera. Ausschalten sind Begriffe, das, was wir hier tun. Das ist genau meine Art und Weise, hier vorzugehen. Da ist noch ein TIE Fighter, der muss weg. So. Haben wir den Bock getroffen. Er will zu uns. Kannst du was machen? Vorsicht! Au! Bereit machen, Benny! Unser Spielzeug. Ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk?
Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Breeze, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Ja, oh klar. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Das ist irgendwie wahr. Saw macht wortwörtlich... Oh, wir haben den zweiten Fähigkeitenpunkt. Saw macht wortwörtlich überall gleichzeitig jederzeit Revolution. Aber ich muss kurz eine Sache einstellen. Ich glaube schon inzwischen gar nicht mehr, dass es wirklich was damit zu tun hat. Also wir haben hier bereits alle Sachen ausgemacht. Aber wir drehen hier die ganze Zeit aus... Drehen wir das Post-Processing mal auf Mittel. Wir hoffen, dass das die Sachen hier behebt. Denn die Rucker, die stören mich. Sehr. Hey, wie geht's? Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Was ist dein Plan denn so? Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wirkt vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. Saw Gerrera ist leider so ein Serienkriegsverbrecher. Also genau unsere Gesellschaft. Jemand was von den Partisanen gehört? Gerüchte in den Containers, aber nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Kopfgelder? Sollte ich deshalb besorgt sein? Glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Ob die Inquisitoren uns hier finden? Ziemlich sicher. Wär's. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben es kaum hergeschafft. Die Partisanen und Wookies waren ausgeliefert. Carl, deine Instinkte sind gut, aber das ist außerhalb deiner Kontrolle. Wir leisten unseren Teil. Mehr geht nicht. Was weiteres? Du? Beeil dich. Ich krieg hier eine Gänsehaut. Okay, Post-Processing scheint damit zusammenzuhängen. Das ist mein Schiff. Wir wollen ins Schiff. Wir müssen meditieren. Was läuft hier so komisch, Kel? Ah, die Blumen wachsen ganz gut voran. Wir müssen meditieren und ich möchte die Massenverlangsamung jetzt erlernen. Kel, Saw betritt einen Planeten und denkt erstmal, ja, eine Revolution täte dem recht gut. Ich meine, seit Clone Wars hat er nichts anderes mehr gemacht als Revolution. So. Theoretisch könnten wir sogar nach dahin gehen. Aber das wollen wir erstmal nicht. Was wir erstmal wollen, ist Gruppen verlangsamen. So, und das ist dann kombiniert mit dem Doppellichtschwert. Und dann wird's lustig. Ich muss sagen, ich mag den Poncho. Ja, mir gefällt der... Wir gehen erstmal hier auch runter vom Poncho. Wir gehen erstmal hier mit unterwegs. Und das eine Sache, die wir jetzt kurz mal ändern, ist, dass wir hier, was der Anpassung angeht,
Und selbst noch kurz mal auch ein bisschen anpassen. Wir machen das mal ein bisschen als Wächter. BD1. Machen wir jetzt, lassen wir mal ein bisschen swoopen. Mantis. Machen wir sie mal hier zum Sternjäger. So. Okay. Jetzt haben wir natürlich keine Poncho-Power. Das heißt, wir müssen aufpassen.